So Leute, es ist wieder soweit, um ein paar Streiche zu spielen. Und zwar in Neighbors Back from Hell, Leute. Ich bin wieder back, das heißt, es kommen wieder Videos. Und wir spielen heute Neighbors Back from Hell. Ja, aka der Prank-Simulator. Da muss man diesen Herrn Nachbarn, das ist seine Mama oder Oma, glaube ich, den hier muss man nämlich pranken. Wir sind der hier und wir müssen diesen Nachbar pranken. So. Wir gehen Spiel starten. So, der erste Streich, das habe ich schon gemeistert. Und wir gehen jetzt auf der Fernsehnachmittag. Also, wenn ihr so mehr von Neighbors Back from Hell sehen wollt, lasst doch gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und abonniert auch gerne den Kanal, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Aber jetzt hören wir uns den Fernsehnachmittag an. Und zwar, wie jeden Sonntag macht es sich der Nachbar auf dem Sofa vor dem Fernsehapparat bequem. Da darf natürlich auch das obligatorische Bierchen nicht fehlen. Immer wieder stapft er zum Kühlschrank, um sich Nachschub zu holen. Wie soll Woody es da nur schaffen, Woody bin ich, ihm möglichst viele Streiche zu spielen? Kommt Zeit, kommt Rat, denkt Woody und er schleicht sich beim Nachbarn an. Spiel starten. So, wir sind hier, The Dead Neighbors Back from Hell, in der Fernsehnachmittag. So, da sind wir, Leute. Wir sind dieser kleine Fritz hier. Woody heißt der. Der da. So, der jetzt gerade so mit der Hand schüttelt. Wir verstecken uns erstmal hier im Schrank und gucken mal, was der... Wir müssen dem 4 Streiche spielen, dann ist das Level geschafft. Sieht man an der Zielfahne. Aber wenn wir ihm 6 Streiche spielen, haben wir es mit Perfektion geschafft. Und wir müssen ihm möglichst viele Streiche spielen. Dabei dürfen wir aber nicht erwischt werden. Das heißt, wenn wir 3-mal erwischt werden beim Streiche spielen, dann sind wir Game Over und müssen das nochmal machen. So, hier für diese Münzen schaltet man sich neue Level frei. Hier haben wir die Gegenstände. Ich würde mal sagen, wir holen uns erstmal das aus der Kommode, wenn da was drin ist. Ja, geht doch. Da ist eine Säge drin. Oh mein Gott, ich weiß was. Wir könnten... Ja. Das ist doch gut. Wir könnten doch ihm ein Sitzbein oder das vom Klavier hier, oder wir schneiden ihm ein Sitzbein an vom Stuhl, wenn er gerade wieder sein Bierchen holt. Und ich würde sagen, wir öffnen mal diesen Schrank. So, oh, wir haben Abführmittel. Betrachte Klo. Ja, ich betrachte. Die Kloschüssel hat einen sehr engen Abfluss. Ah! Haha, warte, wir stopfen das hier mit Klopapier voll. Na, das sieht doch sehr lecker aus, Leute. Mahlzeit für alle, die gerade essen. Deswegen würde ich hier mal schnell wieder rausgehen. So, und jetzt, wenn der sich gleich wieder ein Bierchen holt, oder? Dann können wir 2 Sachen machen. Ja. Wir gucken ihm erstmal zu in der Neighbor Cam. So, wir sehen hier unten auch immer, was er gerade möchte. Er will im Moment noch auf dem Sofa sitzen. Jetzt Bierchen getrunken. Jetzt holt er sich Bier. Jetzt holt er sich Bier. Rein da. Nein, das könnte. Er hat uns nicht erwischt. So, wir nehmen die Säge, sägen das Stuhlbein an. Schnell, wir müssen schleunigst da wieder raus. Nein, er kommt zurück. Wir schaffen es nicht mehr. Oh, das war heftig. Das war heftig knapp, ey. Das war wirklich heftig knapp. Oh mein Gott, das war wirklich sehr knapp. Okay, wir halten die Maus hier dran. So, und dann machen wir erstmal das mit dem Fernseher, glaube ich. Jetzt holt er sich ein Bierchen. So, jetzt gehen wir da rein. Buff, jetzt geht er da raus. Wir sägen das Stuhlbein an. Dann, nee, wir machen das, das ist das. Das ist sofort fertig. Wir rasen wieder runter. Und jetzt, Leute, gucken wir in die Neighbor Cam. Er entdeckt es. Zack. Er entdeckt, dass wir ihn geprankt haben. Jetzt wird er richtig sauer. Oh mein Gott. Okay, das war das. Oh oh. Mir kommt da gerade so ein Gedanke. Der muss doch hier runter. Wenn wir ihm Abführmittel da... Ach so. Wir müssen irgendwann mal zu seinem Bierchen gehen.
Das heißt, wir gehen mal hier hin. Nee, am besten dahin. Wir gehen dahin. Nein, dahin. Und wenn er gleich... Jetzt können wir rein. Los, Flo, du schaffst es. Los, Apfelmittel in sein Bier. Komm. Jetzt, es klappt. Schnell raus, schnell raus. Los, 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 los. In den Schrank. Am besten in den Schrank. Puff. Weil jetzt rennt er ja gleich runter zum Badezimmer. Jetzt trinkt er sein Bier. Jetzt ist er fertig damit. Und jetzt, wenn er auf dem Klo ist, sägen wir sein Stuhlbein an. Ja, das ist es. Ja, ja, trink schön. Dann musst du auch ordentlich auf die Toilette. Ja, 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 ja. Okay, wir gucken uns den Nachbar an. Neighbor TV. Okay. Er setzt sich. Aha. Jetzt muss er auf die Toilette. Da. Schnell da hoch. Stuhlbein ansägen. Los, 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 los. Wir sägen das Stuhlbein an. Los. Komm, wir schaffen das. Oh, er sitzt jetzt erstmal schön auf dem Klo, ja. Das ist mir ganz recht, weil... Oh, 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 oh. Schnell da rein. Schnell, los. Wir müssen das Ei suchen. Der kommt doch gleich hoch. Wir suchen das Ei, das packen wir in die... Nein, er will das Bier, er will das Bier. Schnell weg. Oh, oh. Er hat uns. Nein, er hat uns zum ersten Mal. Das hätte ich besser machen müssen. Viel besser. Aber wirklich viel besser. Hey, da ist er doch schon wieder. Komm, schnell weg hier. Bevor der wiederkommt, der Honk. So, wir gehen dahin. So, ich würde sagen, wir gehen wieder da hoch. So, der trinkt ja erst gleich sein Bier. Dann, oh nein. Ach, ich habe ihm das ja angesägt. Zu Woody. Schnell runter, Woody. Woody, komm, Woody. Renn runter. Ich glaube, wir haben es geschafft. Noch ein Streich und das ist das Ei, Leute. Wir müssen nur noch das... Was ist denn jetzt los? Oh nein, sein Abführmittel. Nein, zurück zu Woody. Nein, er erwischt uns. Nein, das war ja so dumm. Oh nein, Mann. Schade. Aber wir müssen nur noch das Ei nehmen, ihm das hier in die Mikrowelle tun. Jetzt gucken wir, wo er ist. Ah, er sitzt auf der Toilette. Oh, oh. Kommt er, wo kommt er jetzt hoch? Das ist wichtig, Leute. Wichtig. Wo kommt er hoch? Weil anhand dessen, wo er hochkommt, können wir jetzt absehen. Ja, wir müssen weg. Ja, 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 wir müssen weg. Geil, das haben wir gut gemacht. Ja, Mann. Und runter da. Hui. Zack, jetzt hast du es gesehen, Herr Nachbar. Oder? Aha, er hat es entdeckt. Oh mein Gott, yes. Wir haben ihm alle Streiche gespielt, die gehen. Oh Mann. So, das heißt, wir haben alles abgeschlossen und sind fertig. Okay, wir setzen das Spiel fort. Buff, und jetzt kommt die Geburtstagsfeier. Die Geburtstagsfeier. Okay, also, der Nachbar hat Geburtstag und feiert diesen mit seinem einzigen Freund, sich selbst. Er bläst die Kerze aus und wünscht sich selber alles Gute. Ab und zu schaut er aber doch in den Briefkasten, ob er nicht vielleicht eine Karte mit Glückwünschen bekommen hat. Oder gar ein Paket, damit der Nachbar nicht so allein und trostlos feiern muss, wird Woody ihn besuchen. Oje, oje, Leute, oje, oje. Das kann ja wieder was werden. Neighbors back from hell in die Geburtstagsfeier. Jo, habe ich langsam gecheckt. Okay, da sind wir, Woody, er kommt rein. Okay, gut. Was haben wir da drin? Oh, so viel. Was ist das denn? Eine Wasserlake. Das ist ja ganz interessant. In den Schrank. Oh, schnell in den Schrank.
Yes! Oh, er checkt den Briefkasten. Nein! Oh mein Gott! Die Mausefalle kann ganz schön... Ah, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Er will eine Geburtstagstorte. Kommt er jetzt immer wieder runter? Aha! Ich hab's gecheckt, Leute. Oh, er will schon wieder zum Briefkasten. Und zwar machen wir jetzt, wenn er den Briefkasten gecheckt hat, machen wir einfach mal, wenn er jetzt wieder zurückgeht, los, raus da, Filzstift nehmen, Bild anmalen. Das wäre nämlich so meine Idee. Und am besten schnell die Mausefalle. Nein, die Mausefalle. Das schaffen wir nicht mehr. Oh, das schaffen wir nicht mehr. Ah, zurück. Schneller. Komm schon. Yes, wir haben es doch noch geschafft. Jetzt haben wir das Bild bemalt und die Mausefalle da reingesteckt. Patsch. Boom, da ist die Mausefalle. Wuhu. Jetzt hat er das Bild auch noch entdeckt. Yes, Mann. Wuhu, wir haben ihm richtig schön Streich gespielt. Oh, probier's wegzuwischen, ich mach's sowieso wieder dahin. Wir könnten ihm auch anstatt diese Kerze auf der Geburtstagstorte das Dynamit dahin packen. Das wäre noch eine Idee. Komm, jetzt geh zurück. Okay. Yes, er ist weg. Wir können raus und wir können in diese Tür. In diese Tür, sagte ich. Danke. So, dann für Klopapierhalter. Wir können ihm doch wieder das... Ja, ich will ihm ja das Klo wieder verstopfen. Aber es geht ja nicht. Gibt es hier wieder Abführmittel? So, bumm. Wir gucken. Da ist nichts drin. Oh, was ist das? Ich hätte vielleicht so eine Seifenhalter. Ah! Die Seife rutscht leicht aus der Hand. Ja, das bringt mich schon auf so eine Idee. Wir könnten... Ist der immer noch da oben? Ja, er will jetzt Kuchen. Das heißt, wir können wieder in diesen Schrank gehen. Schneller! Uff, wir haben es geschafft. So, okay, jetzt müssen wir warten. So, weil ich hatte geplant... Ja, aber wie sollen wir das machen? Oh, er hat Post bekommen. Er hat wirklich Post... Nee, doch nicht. Er hat doch keine Post bekommen. Okay, wir könnten in das Zimmer da rasen. Schneller, Flo. So, und jetzt könnten wir ihm vielleicht... Nee, den Fernseher können wir nicht ansägen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. So, und wenn er jetzt da raus ist, machen wir die Sachen. Jetzt, er geht. Wir machen die Tür zu. Seife und bumm. Wir fügen die Seife da ein und wir fügen noch das da ein. Oh nein, zurück. Schneller, Swoody. Yes. Oh mein Gott, wir haben's. Ja, rutsch ruhig aus. Oh oh. Ich habe, glaube ich, was falsch gemacht. Woody, renn da raus. Junge. Ich glaube, ich muss raus. Nee, ich muss doch nicht raus. Oh, er kommt. Ah, doch nicht, er kommt doch nicht. Psst, schnell wieder da hoch. Er kommt einfach doch nicht. Okay, wir stellen uns da hin. Da muss es doch noch was geben. Schachtel mit Kerzen. Ich habe eine Idee. Wir können doch das Dynamit da einfügen. Ja, schön. Das schaffen wir jetzt aber nicht mehr. So, buff. Jetzt sind wir da. Okay, jetzt gucken wir. Der Nachbar nimmt jetzt... Oh. Nein, nicht dahin. Dahin. Dass wir vielleicht noch ausweichen können, falls er... Aha, er nimmt die Dynamitstange und pang, fliegt ihm der Kuchen durch die Luft. Nice, Mann. Wenn er jetzt kommt, können wir direkt wegrennen. Wenn nicht, gehen wir zum Kühlschrank. Ja, wir gehen zum Kühlschrank. So, was ist da drin? Schnell. Ein Ei.
Oder? Ja, ein Ei. Schnell wieder weg hier. Es gibt noch zwei Streiche. Aber mir fällt nichts mehr ein, außer dieses eine hier. Na, will der... Okay, ich dachte schon, der kommt zu dieser Tür einfach, Mann. So, jetzt nimm deine Geburtstagstorte für dich selbst. So. Was könnten wir dann noch machen? Jetzt raus da, raus da, raus da. Und Ei benutzen. Wuff, da reinpacken. Okay. Boom, haben wir. Raus da. Wir sind draußen. Okay. Wuff, dann. Kommt der da rein und... Tada! Ja, du hast Eier im Kühlschrank. Ganz richtig. So. So, der Nachbar riecht sich jetzt richtig auf. Das sehen wir hier. Was kann ich jetzt hier eigentlich machen, Mann? Gehe zu... Nein, ich will nicht zum Vorzimmer, Junge. Öffne Kommode. Da ist doch bestimmt noch was drin. Betrachte verstopftes Klo. Öffne Klopapierhalter, das ist es. Nein, doch nicht. Das ist es doch nicht. Öffne Medikamentenschrank. Okay, wir gehen gleich wieder runter. Los, 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 los. Wir gehen runter. Boah, das hat perfekt gepasst. Geiles Timing. Jetzt gehen wir dahin. Können wir uns das packen? Nee. Hä? Mir fällt kein Streich mehr ein. Wirklich nicht. Du ist völlig verstopft, Igitt. Ja, das muss er ja vielleicht mal mitbekommen. Wir müssten ihm ja irgendwas ins Essen mischen, damit er hier hinkommt. Nee, da ist auch nichts. Allen Ernstes ist da nichts. Er muss es nur mal mitbekommen. Das ist es. Er muss es nur mal mitbekommen. Schneller, Woody. Hallo, Woody. Laufen. Das ist doch kein Laufen, Mann. Das ist Traben. So. Ja, ich weiß, da ist nichts drin. Betrachte Briefkasten, der Nachbar flügt. Ach nee. So. Wir müssen doch irgendwas machen können. Das kann ja nicht wahr sein, dass wir das allerletzte jetzt nicht rausfinden. Weil das wäre schon sehr blöd. Okay, wir können doch bestimmt irgendwas machen. Okay, er wühlt im Briefkasten. Raus da. Rein da. Wir rennen. Oh, kann man. Da kann man nichts machen. Okay. Was kann man hier am Klavier machen? Nix. Okay. Was kann man hier am Sessel machen? Nix. So, dann gucken wir mal hier. Was kann man da machen? Nix. Irgendwas muss es doch damit zu tun haben. Ich würde sagen, Leute, wir saven das Ganze einfach mal, indem wir Level jetzt verlassen. Ja, ganz genau das will ich. Das Level jetzt verlassen. Auf der Stelle. Schneller, Woody. Los, 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 los. Raus da, raus da, raus da. Los, Woody. Renn, Woody. Los. Yes, wir sind draußen. Punkte gesaved. So, wir haben 5. Ja, 5. Ich kann nicht zählen. 5 Dinger. Und Leute, falls ihr den nächsten Part wollt, lasst ein Like da. Dann kommt nämlich... der Badetag und wahrscheinlich der alte Spielverderber. Und dann kommt noch frisch ans Werk, ein sonniger Vormittag, das Schweinchen dick, alles was fit macht, es ist Waschtag, eine feurige Grillparty, do it yourself, keine Jägerlatein, alles an Bord, auf schlecht Schleichfahrt, die Kabine ist voll, wem der Gong schlägt, Mamas Liebling, ein Schuss, ein Treffer, Ping-Pong, Fuzzis über den Wolken, Feuer und Flamme, die Erleuchtung, fressen und gefressen werden und Action, Nachbar über Bord und keine Panik. Das kommt alles noch, Leute. Hört sich sehr viel an. Ja, das finde ich auch. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, lasst auch gerne ein Abo da, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Aber jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.